Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Ehrenabzeichen raushauen. Und da war ich wieder halbwegs fleißig. Ich habe mir wieder ein paar gefarmt, beziehungsweise ich hatte ja beim letzten Video auch noch ein paar rumliegen. Und dementsprechend wollen wir jetzt wieder 1000 Marken raushauen. Insgesamt habe ich jetzt mittlerweile wieder ein bisschen über 4k, also würde sagen genug. Wahrscheinlich haben wir sogar ein bisschen overcapped mit Marken. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir hatten ja im ersten Video 2000 Ehrenabzeichen rausgehauen. Da hatten wir ja angefangen, bei Burning Crusade die Sachen zu kaufen. Bei Wrath of the Lich King hatten wir die Sachen gekauft, Cutter und einen Teil der MOP-Sachen. Da sind wir ja relativ weit gekommen. Da war dann bloß das Problem, dass wir ja ein paar Nachbildungen, die wir zu Classic holen konnten, nicht kaufen können. Und zwar braucht man da ja aktuell einen Rating von 1800 im RBG, dass man diese ganzen Nachbildungen kaufen kann mit den verschiedenen Klassen. Das habe ich leider mit den ganzen Twinks nicht. Sprich, diese Sachen hier unter gewertete Schlachtfelder in Cutter fallen schon mal flach. Das sind sowohl Horden als auch Ali-Sachen. Also die können wir uns nicht holen. Dann in Mist of Pandaria hatte ich ja ein paar Probleme mit diesen Umhängen. Die haben irgendwie ein bisschen rumgebackt, die konnte ich mir leider auch nicht bei den Händlern holen. Da muss ich jetzt vielleicht nochmal rausfinden, wo ich die genau kriege. Eventuell muss ich die auch über die World-Bosse holen, wenn ich die quasi über den Händler nicht holen kann. Das sind aber nur relativ wenige, das sind nur 9 Items. Dann hatten wir ja das letzte Mal nochmal 1000 Abzeichen rausgehauen, hatten die restlichen MOP-Sachen gekauft und alle Warlords of Draenor-Items. Bis auf, ihr seht, insgesamt 6 Stück. Die hatten ja noch gefehlt. Das sind nämlich Items, die man nicht bei den Händlern kaufen kann, sondern die gibt es halt einfach bei dem Heiligtum des Gladiators, heißt das, glaube ich. Das ist so ein Gebäude und dort kann man dann so Knochen abgeben. Und dann gibt es dann PvP-Items aus damals, jetzt hier Season 3, seht ihr. Warlords of Draenor, da müsste man halt mit diesem Gladiator-Gebäude quasi ein bisschen BG spielen. Gut, da muss ich mal gucken. Also die können wir auf jeden Fall nicht mit Ehrenabzeichen kaufen. Und jetzt sind wir stehen geblieben bei den Legion-Sachen. Da habe ich mir noch nichts geholt. Wir haben nämlich genau die Warlords of Draenor-Sachen fertig gekriegt. Ich glaube 10, 20 Marken habe ich mehr ausgegeben als die 1000, dass wir einen clearen Cut haben. Und jetzt seht ihr, bei Legion sind insgesamt fast 4000 verschiedene Items drin. Mir wurde aber gesagt, dass man die relativ leicht bekommen kann. Mit sehr wenig Markeneinsatz. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich bin schon mit meinem Main hier einmal im Legion Dalaran bei der Allianz, hier in der Enklave. Und dort haben wir eigentlich einen Händler, und das ist relativ entspannt, der verkauft uns alle diese Rüstungssets. Und das Schöne ist hier, wir bekommen hier, seht ihr, Season 1 und 2, Season 3 und 4, Season 5, 6 und 7 bekommen wir immer von einem Token-Set. Heißt, sprich, wenn wir das kaufen, bekommen wir sehr, sehr viele T-Mog-Sachen. Liegt einfach daran, dass Blizzard in Legion sehr viele Seasons durchgehauen hat. Insgesamt 7 Stück, so viele wie, ich glaube, in keiner anderen Expansion überhaupt. Da waren die Seasons alle ein bisschen zügiger. Dafür waren sie aber ein bisschen faul und haben teilweise in quasi 3 Seasons dasselbe Set hergenommen. Spielt uns jetzt so ein bisschen die Karten, denn wir können mit wenig Marken viele Items oder viele Item-IDs bekommen. Und ja, mal schauen, wie viel wir da jetzt raushauen müssen. Ich habe mit dem Druid die ganzen Sachen schon einmal gekauft gehabt. Und hier blöderweise war ich hier der frühe, wie heißt der frühe Vogel fängt den Wurm. In dem Fall ist es eher nicht so der Fall gewesen, denn wenn man sich die Items früh gekauft hat, dann hat man nämlich nur ein T-Mog, also eine T-Mog-Vorlage bekommen und nicht alle IDs. Jetzt könnte man sagen, ah ja, okay, das war am Anfang komisch, Blizzard hat das mittlerweile geändert, wenn man das jetzt kauft, dann kriegt man alle IDs, die ich auch haben will, aber wenn man sich die einmal gekauft hat und hier bereits bekannt dran steht, kann man die sich nicht nochmal kaufen. Ihr seht zum Beispiel hier, steht bereits bekannt dran. Ich brauche aber noch insgesamt 7 Vorlagen. Wenn ich die jetzt kaufen will, kann ich das zwar machen, aber ich kann es nicht einsetzen, weil ist schon bekannt und dementsprechend kriege ich diese Vorlagen nicht. Ich hoffe, dass Blizzard das nochmal irgendwann ändern wird und ich diese Vorlagen kriegen kann. So wie Blizzard hinter T-Mog her ist, denke ich eher, dass das nicht passieren wird oder es relativ lange auf sich warten wird, weil das jetzt nicht unbedingt ein Hot Topic für die ist. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich so an das Zeug leider nicht rankomme. Ich werde jetzt mal gucken, wie es aussieht
bei den Twinks und da werden wir jetzt mal die 1000 Marken rüberschicken und ich würde sagen, wir fangen einmal an mit meinem Hexenmeister auf Lothar und ja, ich würde sagen, da sehen wir uns dann gleich wieder und gehen ein bisschen shoppen. So, dann sind wir auf meinen wunderschönen getemockten Hexer, da möchte ich mal ausdrücklich darauf hinweisen, weil mir sonst immer vorgeworfen wird, dass ich mich nicht temocke. Und ja, hier haben wir jetzt die 1000 Ehrenabzeichen rübergeschickt und jetzt werden wir mal zum Händler gehen. Ich mache nebenbei einmal das auf und zwar Legion und ja, ihr seht schon, ich bin hier einmal im Account-Modus drin und ja, mal gucken, ob wir jetzt einiges wegkriegen. Wie gesagt, es sind 3964 Items und mal schauen, wie viel rausfliegen, wenn wir diese ganzen Dinger kaufen und ich hoffe auch, dass das jetzt ohne Reloggen klappt, dass ich alle Vorlagen kriege. Schauen wir mal. Mir wurde mal gesagt, man soll die nicht so schnell einsetzen, weil dann kann es auch buggen. Schauen wir einfach mal. Also das erste haben wir gelernt. Da lernen wir mal alle. Müsste jetzt eigentlich einige Vorlagen bringen. Wie sind denn da drin? 20, 18, 14, 14. Obwohl, es sind gar nicht so viele drin, ne? Ich hätte echt gedacht, dass da ein bisschen mehr noch an Stuff dabei ist. So, okay. Haben wir da mal alle einmal eingesetzt. Jetzt gucken wir zum Händler. Mal gucken, was steht. Ne, da steht, dass 8 fehlen, dass 9 fehlen, dass 17 fehlen. Oh boy, Blizzard. 13, 5. Okay, so viel dazu. Dann, ich hoffe mal, dass es mit dem Aus- und Einloggen und Refreshen funktioniert. Das machen wir jetzt einmal. So, dala, ich habe mal relockt und dann auch refreshed und tatsächlich... Schaut mal her, 100%, 100%, 100, 100, 100, 100. Als ich eingeloggt habe, hat dann hier All the Things auch noch mal ein bisschen gebimmelt. Also ich habe dann tatsächlich noch die restlichen Sachen gelernt. Mit den Twinks scheint das zu klappen. Mit Main, habt ihr ja gesehen, kann ich leider nicht mehr kaufen. Und hier, jetzt sind wir auf 3636 Items runter. Bedeutet, wir haben etwa 400 Items plus gemacht, indem wir einfach nur... hier ein paar Teile gekauft haben. Das sind 6 Tokens, ne? Also da ist einiges an T-Mock drin. Es gibt hier übrigens noch weitere Händler. Und zwar, dass ich das nicht verschweige, es gibt hier noch einen Händler, der hat aber Elite-Gear nur, beziehungsweise die Pets, die man damals über Ruhmstufe gekriegt hat. Jetzt kriegt man die über die Ehrenstufe auf 400. Hier haben wir eins mit 20, hier haben wir noch einen mit 5. Und jetzt gibt es hier noch insgesamt 3 Sets. Die gibt es aber nur, wenn man damals in Season 1 oder 2 eine Wertung von 2000 mit dem Char hatte oder höher. Und leider habe ich da kein PvP mit den Chars gespielt. Ne? Auch mit dem Main habe ich, glaube ich, in Legion nicht großartig PvP gespielt. Deswegen kann ich mir die Elite-Sets nicht kaufen. Die dürften aber, wenn ihr normal die Einstellung All the Things habt, hier nicht drin sein. Außer ihr habt Sachen eingeblendet, die nicht mehr im Spiel erhältlich sind. Dann sind die vielleicht bei euch noch mit dabei. Zusätzlich gibt es hier hinten noch einen Händler. Der verkauft einem Items, wenn man eine bestimmte Währung hat. Und zwar Echos der Schlacht heißen die. Und damals gab es hier so eine Obliterium-Schmiede, oder die gibt es immer noch. Und ich meine, wenn man PvP-Items da eingeschmolzen hat, dann konnte man die kaufen. Meine ich zumindest. Hier haben wir auch noch Items. Da, ja gut, da brauchen wir auch noch Echo der Dominanz. Das kriegst du halt auch nicht mehr, ne? Also da steht auch unten dran, seht ihr in Rot, dass das Item removed wurde. Wenn ihr vielleicht noch diese Währung rumliegen habt, dann könnt ihr die eventuell noch kriegen. Aber ich wüsste nicht, ob man, dass man die an die noch heute noch irgendwie rankommen würde. Weil man, wenn man die alten PvP-Teile kaufen könnte, könnte man die vielleicht noch einschmelzen und bei dem Sachen kaufen. Aber man kann ja wirklich nur die Vorlagen sich holen. Also das sieht leider schlecht aus an der Stelle. Ich würde sagen, ich schicke jetzt das mal an den nächsten Char. Und ja, wenn das so weitergeht, dann kann ich mir eigentlich alle Teile mit unter 1000 Items kaufen. Also, oder unter 1000 Marken. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, dann machen wir beim nächsten Stoff-Char weiter. Ich bin auf meinem Priester. Und dann hauen wir hier nochmal ein paar Marken raus. Wahrscheinlich muss ich jetzt halt bei jedem Char einmal den Relog wieder machen. Ne? Man kennt es ja mittlerweile. Einmal das Ganze refreshen. Das ist Loft. Ich bin mir schon so ein bisschen überlegen, ob ich mir das spare und das quasi erst mache, wenn ich alle Klassen durch habe. Aber wahrscheinlich backt dann irgendwas rum, deswegen mache ich es lieber. Ich habe ja ein bisschen länger einen Ladebalken als der ein oder andere, würde ich mal behaupten. So, die Dinger haben wir alle gelernt. Dann tun wir nochmal neu einloggen.
So, Dollar, jetzt gucken wir mal. Ich habe einmal relocked und refreshed. Wir haben wieder alles auf 100, so wie es aussieht. Und sind jetzt runter auf 3254. Und wie viele Marken haben wir noch? Wir haben 856 Marken. 72 gehen quasi pro Klasse weg. Also werden wir von den 1000, wenn das alles gut geht, am Ende nach Legion noch ein paar über haben. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen in die anderen Expansions reinschauen. So, Dollar, nächster Stoffchar. Haben wir einmal den Magier hier. Wobei eigentlich ist mittlerweile fast egal wer, ne, von der Reihenfolge her. Denn es sind ja hier Inno-Sets, ne? Es sind ja keine zusätzlichen Items. Sonst habe ich halt immer geguckt, dass ich eine Rüstungsklasse nach der anderen mache. Oh, warte mal, ich glaube, habe ich jetzt eins zu viel gekauft? Ja. Also, ne, jetzt sind wir gleich mit der dritten Klasse durch und haben immer noch über 700 Marken. Also hier in Legion, da geht ja richtig was an T-Mog. So, gut, jetzt haben wir selbiges Problem wieder. Ich muss einmal reloggen und refreshen. So, relocked, refreshed ist. Wir haben wieder alles auf 100. Und jetzt sind wir runter auf 2865. Also wir haben mit 3 Charge schon über 1000 T-Mog-Teile gekriegt. Und ihr seht, keine 300 Marken bis jetzt rausgehauen. Also wenn ihr viel T-Mog für wenig Gold, hätte ich jetzt gesagt, für wenig Marken holen wollt, dann holt euch auf jeden Fall die Legion-Sachen, da geht's richtig rund. Wobei, ob wir jetzt wirklich so viele T-Mog-Sachen haben, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, das ist unter Horn und Ali aufgeteilt, ne? Also die gleichen Sachen sind zweimal drin, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das verschiedene IDs sind. Das müssten wir mal später im Data for Azeroth nachschauen, ne? Ob das tatsächlich so ist. So, und dann schicken wir jetzt mal weiter das zum Schurken. So, Dollar, Schurke haben wir auch am Start. 784 Marken haben wir noch. Und jetzt gucken wir mal, mit dem dürften wir hier auch noch alle kaufen können. Jawollo. Am Ende wird es wirklich drauf rauslaufen, dass ich nur noch die Items vom Druid wahrscheinlich brauche, ne? Mir wurde vorher schon im Stream geraten, ich soll doch ein Ticket aufmachen. Und da mal ein Gem anhauen. Aber ich habe da irgendwie, also das werde ich wahrscheinlich machen, aber ich rechne mir da nicht so viel Erfolgschancen quasi aus, dass mir der GM da hier diese Tokens nochmal zuschickt oder mir das T-Mog-Zeug gibt von. Gut, dann tun wir jetzt einmal schauen. Halt, das war der falsche Händler. Ja, hier muss ich auch nochmal ausloggen und refreshen. So, Dollar, jetzt gucken wir mal. Yep. Einmal alles auf 100% nach dem Relock und Refreshen. Ihr seht, ich habe jetzt auch hier einmal mal kompletten Addons ausgeschalten, denn meine Ladebalken sind einen Ticken lang und bei diesem ganzen Twink einloggen, nochmal einloggen wegen Refreshen, zieht sich das relativ lang. Ich cut's für euch raus, ne, weil sonst ist das Video dreimal so lang. Gut, jetzt schicken wir die weiter. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, Monk gab's schon und Demon Hunter gab es auch zu Legion. Ja, an den anderen beiden Lederchars kann ich es mal weiterschicken. Dann machen wir das jetzt mal. So, dann haben wir als nächstes meinen Monk hier am Start. Und mit dem muss ich jetzt einmal noch die Marken, glaube ich, aus dem Postkasten nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hatte eben schon die Probleme, dass ich ein bisschen viele Twink-Chars habe. Und dann nicht mehr so ganz wusste, wie auf dem Account hier meine Chars oder auf dem Server meine Chars heißen, ne? Musste ich meinen Postal-Addon doch wieder anmachen. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht zusammengebracht. So, aber zumindest mit 95% Addons ausgeschalten geht schon deutlich schneller mit dem Ein- und Ausloggen. Gut, dann lernen wir den ganzen Käse hier noch. Ah, jetzt gehen die Marken runter, ne? 640 haben wir noch. Dann tun wir nochmal aus und einloggen. So, Dollar, jetzt gucken wir mal rein. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, der Refresh hat irgendwie nicht geklappt. Mal hier nochmal einmal refreshen. Ah, seht ihr? Jetzt hat es funktioniert. Okay, jetzt sind es hier noch 2100, also fast die Hälfte haben wir. Und jetzt haben wir noch diese paar Marken über die 640 und die schicken wir mal weiter als nächstes zum DH. So, Dollar, nächster Char. Kati ist schon einmal hier am Start und mein DH natürlich auch. Hier haben wir die Marken und dann würde ich sagen, halt, falscher Händler, den hier brauchen wir. Hier steht bereits bekannt. Ah, ich habe mir anscheinend schon mal irgendein Set gekauft. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das hier habe. Könnte natürlich sein, dass ich mit dem PvP gemacht habe.
wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Oder man hat das automatisch bekommen, ne? Dass das ähnlich aussah wie ein DH-Standard-Set. War ich mir ein paar Marken, ne? Ist ja eine nette Angelegenheit. So, da müssen wir wahrscheinlich jetzt auch wieder, einmal neu einloggen. Juti, jetzt schauen wir einmal rein. Ja, nach dem Relog haben wir jetzt hier auch überall 100. Und hier sind es noch 1835. 580 Marken haben wir noch und ein paar Chars sind es noch. Wir haben jetzt einmal noch einen Hunter, den Shami, den Worry, Deka und Paladin müssten es sein. Also 5 Klassen sind es noch. Ja, ein bisschen was kommt da auf jeden Fall noch rein. Sodala, nächster Char, einmal der Hunter. Und da haben wir dann auch wieder ein paar. Na, hier haben wir leider kein Set schon gekauft, ne? Da müssen wir die vollen Marken ausgeben. Ach. Doch, hier haben wir, das haben wir schon gekauft. Bereits bekannt. Aber hier habe ich wirklich 100%. Warum habe ich denn mit dem DH ein Set und mit dem Hunter schon ein Set? Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich kann mich da ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich die mal irgendwann geholt habe. Aber umso besser, ne? Solange nicht wie beim Druid was fehlt, ist alles gut, ne? Wenn was fehlt, dann hätte ich es lieber nicht gekauft. Naja, vielleicht, aber vielleicht kann mir ja ein Game weiterhelfen, wenn es gut läuft. So, dann tun wir nochmal einmal aus und einloggen. So, jetzt gucken wir mal. Yep, da haben wir jetzt auch wieder alles auf 100. Und wie sieht es jetzt einmal hier aus? 1500 fehlen mir jetzt noch. Und Marken haben wir jetzt noch 520. Wir haben jetzt noch nicht mal die Hälfte der Marken ausgegeben. Also da geht noch einiges. Ich vermute, wir können uns noch gut was in BFA kaufen. Vielleicht, weil BFA relativ wenig Stuff ist, können wir uns eventuell auch noch ein bisschen was aus Classic BGs holen. Mal gucken, wie das ausgeht. So, loggen wir mal weiter. So, dann sind wir auf dem Shami einmal hier. Da können wir uns dann auch nochmal die Sets kaufen. 520 Marken hatte ich jetzt noch. Das noch und das hier. Beziehungsweise ich hatte glaube ich 2 Marken auf dem noch rumliegen, da muss ich dann gleich mal noch gucken, dass wir da eventuell keine falschen Werte reinkriegen. Wir wollen ja etwa wissen, wie viel ich quasi pro Expansion ausgeben muss. Dass wir so ein halbwegs das nachvollziehen können. So, okay. Haben wir sie alle? Jupp, dann nochmal altbekanntes Schema hier. So, dala. Das haben wir auch alles. Gut, dann schauen wir mal hier rein. Noch 448. Diesmal war ich so clever und habe die Karte hier noch nicht rausgehauen. Jetzt haben wir nämlich nur noch die Plattenchars. Wir haben Stoff fertig, Leder fertig und Kette. Dann schicken wir das einmal zu meinem Worry hier weiter. So, dann haben wir den Worry hier als nächstes. Mal gucken, habe ich da schon irgendein Set mal zufällig irgendwann gekauft, so wie es aussieht? Nein. Dann haben wir die auch alle. Mann, ohne Taschen-Add-on, ne? Ist das schon nervig, ich sag's euch. Wenn man das so gewohnt ist, mit einer riesen Tasche dann die einzeln aufzuklicken, fühlt sich schon nicht so nice an. So, okay, dann haben wir jetzt noch 376. Müssen wir jetzt hier nochmal einmal meine Tour durchziehen. Dann gucken wir mal. Jupp, das hat auch funktioniert. Jetzt sind es noch 783 Items. Dann haben wir diesmal die Karte hier auch wieder ready. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes den Paladin. Wo haben wir den? Da haben wir den. Schicken wir das mal weiter. So, Dollar, mein Paladin habe ich am Start. Dann schlagen wir hier auch mal zu. Ah, mit dem Paladin habe ich anscheinend auch noch nichts hier gekauft. Also ich wundere mich immer noch, warum ich mit dem DH und mit dem Hunter da was hatte, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem irgendwie PvP-technisch unterwegs war. Wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Das Gute ist, dass ich tatsächlich alle Vorlagen da hatte, ne? Ich glaube eher, dass ich mir mal mit denen irgendwann einen Token gekauft habe, als ich hier zufällig vorbeigekommen bin. So, 304 Marken haben wir noch. Dann loggen wir einmal aus. Und wieder ein. Gut, jetzt gucken wir. Da haben wir auch überall 100. Jetzt ist es dann noch der DK.
dann sind wir mit Legion eigentlich schon soweit fertig. Wie gesagt, wahrscheinlich werden ein paar Druid-Items drin liegen bleiben. Das ist, glaube ich, schon der richtige, genau. 304 Marken haben wir da noch. Und es sind noch 423 Items offen. Ja, also nicht mehr sonderlich viel. Gut, dann haben wir jetzt noch den Deka hier. Schau mal, dem habe ich sogar irgendeinen Set transmogt, das ganz nice aussieht. Erinnert mich so ein bisschen an Anubarak. Und jetzt haben wir die 304 Marken hier einmal. Da haben wir anscheinend auch kein Set bis jetzt gekauft, so wie es aussieht. Danach können wir wahrscheinlich schon nach BFA gehen, ne? Wenn wir die jetzt alle gelernt haben. Mit den restlichen 232 Abzeichen. BFA war, glaube ich, allgemein nicht sonderlich viel Stuff. Also, das müsste eigentlich dann auch relativ gut durchgehen mit dem, mit den paar Marken. Sodala, ich habe einmal relockt. Sieht soweit gut aus. Wir haben hier alles fertig. Und jetzt ist es so, dass wir in Legion, seht ihr, nur noch 49 Items offen haben. Und das sind die, die ich meinte. Das sind jetzt hier diese ganzen Druid-Teile, die ich aber, so wie es aussieht, leider nicht kriegen kann. Schlichtweg, weil ich halt dieses Set-Token schon einmal mir geholt habe. Ganz am Anfang, als Blizzard diese Set-Tokens reingebracht hat. Und ich die jetzt nicht nochmal lernen kann, um alle IDs zu kriegen. Was jetzt halt ein bisschen ätzend für mich tatsächlich ist. Ja, hilft nichts. Die 49 werden jetzt da erstmal drin bleiben. Was wir aber gucken können, und zwar, ihr seht, hier haben wir jetzt einige Sets noch. Stoffkette, Leder haben wir hier noch. Stoffkette. Habe ich die Plattensachen mir schon mal geholt? So wie es aussieht. Ne, hier fehlt mir Season 4, fehlen mir noch Platten-Items. Und da kann ich mal nachgucken, wo ich das soweit herkriege. Ne? Dann können wir jetzt mal nach BFA schauen und vielleicht das eine oder andere noch kaufen von dem Zeug. So, Dola, ich bin beim nächsten Händler. Und zwar sind wir jetzt einmal in Boralos. Und hier haben wir die Aschenwind-Docks. Da ist quasi der PvP-Händler einmal für BFA drin. Ich habe mir jetzt gerade schon ein Token-Set gekauft. Hier seht ihr, da haben ja noch Teile gefehlt. Ich dachte, das ist das gleiche wie in Legion, dass ich das dann nicht kaufen kann, weil hier schon bereits bekannt steht. Aber das hat funktioniert und ich habe einige Vorlagen gekriegt. Das muss ich jetzt gleich nochmal reloggen. Das meiste, seht ihr hier, von den Waffensets habe ich schon. Die Plattensachen habe ich mir anscheinend auch schon mal geholt gehabt, ne? Das Einzige, was jetzt hier gefehlt hat, war das Token. Das habe ich mir jetzt gerade geholt für 12 Abzeichen. Und ich habe hier gerade gesehen, es fehlt ein Waffenarsenal. Da sind noch ein paar Waffen zusätzlich drin. 3 Stück. Ist jetzt ein bisschen wasted, dafür 80 Abzeichen auszugeben, aber ich hab's ja, ne? Und die hauen wir jetzt auch raus. Und dann würde ich sagen, dass das jetzt einmal vernünftig zählt. Hierfür tun wir jetzt mal aus- und einloggen und gucken mal, ob das klappt. Sudala, ich habe jetzt einmal relocked und refreshed und jetzt ist das Ding hier auch auf 100%. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen durchgestöbert, also mir fehlen jetzt noch 399 Teile in BFA. Dann fahre ich hier so drüber, sehe, dass da noch unter Waffen was drin ist und hier steht dran, nur Horde. Und ihr seht, Arsenalwaffe der irgendwas hier, ne? Anscheinend darf ich nochmal 80 Abzeichen ausgeben, um diese eine Vorlage bei der Horde zu kriegen. Das ist schon ein bisschen nervig, aber ich habe ja eh genug Marken, also sollte es nicht so das Problem sein. Dann brauche ich jetzt noch die Stoffsachen und Kette und ein paar Umhänge. Die werden wahrscheinlich bei den Stoffsachen und Kettesachen dabei sein. Hier brauche ich auch Stoff und Kette. Schauen wir mal hier, Stoffkette. Und da ist es auch Stoff und Kette. Okay, dann würde ich sagen, schicke ich jetzt mal meinen Stuff weiter. Ich habe meine Karte noch ready, beziehungsweise hier haben wir auch einen Postkasten. Dann schicke ich das jetzt mal zu meinem Hexer. 140 Marken haben wir noch. Und dann gucken wir mal, ob wir bei dem noch das ein oder andere Set kaufen können. Kann ich da drin instant ausloggen? Wahrscheinlich nicht. Ah doch, schon mal, da drin können wir instant ausloggen. Perfekt. Dann einmal hier zum Hexer wieder zurück. So, Dollar, mit dem Hexer sind wir eingeloggt. Dann holen wir uns die 140 Marken noch raus. Und hier müsste jetzt tatsächlich noch einiges offen sein. Jetzt schauen wir mal, die Waffentokens, die müssten wir haben, da kriegt man immer alles. Aber wie ihr hier seht, sind da noch die ganzen Stoffdinger offen, ne? Also die kaufen wir uns jetzt mal alle. Ach. Waffe. Hier haben wir noch eins. Das haben wir noch. Jetzt
wird es dann langsam schon eng. Das hier können wir uns noch kaufen. Okay. Ich glaube, Kette kriegen wir gar nicht mehr alle ganz durch. War gar kein so ein Token. Das Token. Okay, jetzt schauen wir einmal rein. Komisch, die hat er komplett gelernt und die hier irgendwie nicht. Gut, dann müssen wir nochmal einmal reloggen. So, Dola, ich habe mal reloggt und refreshed. Jetzt gucken wir mal. Das ist alles auf 100, so wie es aussieht. Und damit sind dann eigentlich nur noch die Kettensachen hier drin. Genau, hier haben wir einmal Kette. Dann da haben wir auch einmal Kette nur drin. Da auch. Und hier ist quasi, da sind irgendwie zwei Leder-Items drin. Aber da steht dran nur Horde, nur Allianz. Okay, da müsste ich dann vielleicht nochmal gucken, wie ich da rankomme. Und hier ist halt diese Hordenwaffe noch, ne? Viele Marken haben wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Jetzt gucken wir mal, wo die noch rumfleuchen. 58 haben wir noch. Ich würde sagen, die schicken wir jetzt noch weiter zu meinem Kettenschar. Und dann kaufen wir mit dem da noch ein Ticken was. Einmal zu dem Hunter am besten. Hier. Sodala, Endspurt. Haben wir auf dem Hunter die letzten Abzeichen. Nochmal 58. Und da können wir jetzt hier mal ein bisschen noch shoppen gehen. 1, 2, 3 und Nummer 4. Mehr ist leider nicht drin. Dann haben wir hier noch drei Dinger, die uns fehlen. Aber die können wir schon mal kaufen an der Stelle. Zack, zack, zack und zack. Beziehungsweise, ich bin gerade überlegen, ob wir noch ein bisschen mehr auf den Ding hauen, dass wir die drei auch noch uns noch holen, dann hauen wir ein bisschen mehr aus, dann sind wir zumindest mit dem Händler erstmal fertig. Ich habe nämlich auf dem zweiten Account Al-Lota ist das, habe ich nämlich noch ein paar Marken, die können wir uns eventuell auch noch holen, dann müssen wir nicht das nächste Mal nochmal hierher. Ich muss zwar noch zur Horde, aber dann haben wir zumindest das Kettenzeug schon mal raus, dann haben wir halt 1000 und ein paar zerhackte Marken, ne? Das hier holen wir uns noch. Das hier und das hier. Die anderen hatten wir ja schon. Genau. Haben wir jetzt halt 36 mehr rausgehauen, ne? Oder ein paar Takte hatte ich noch. Gut. Einmal noch loggen. Die hatte ich jetzt bereits bekannt. Genau. So. So. Letzter Refresh ist durch. Das ist alles auf 100. Okay. Und jetzt schauen wir mal an, wie es aussieht. Also da sind jetzt noch drei Items drin. Einmal ist es die Waffe. Die muss ich, wie gesagt, auf Hordenseite holen. Und dann sind es irgendwo noch zwei Leder-Items. Ich würde sagen, da gucke ich mal das nächste Mal, wie ich da noch hinkomme. Und dann ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so viel hier in dem Menü dran. Insgesamt unter PvP sind es jetzt noch 9700 an der Stelle. Und ja, ihr seht, das nächste Mal werden wir jetzt hier die BFA-Sachen hoffentlich noch fixen können. Vielleicht bringe ich die MOP-Gedönse auch raus. Und dann, Shadowlands ist ja schon aktuell hier mit Ehre, beziehungsweise mit den sind es Eroberungspunkte? Ich bringe es immer durcheinander. Auf jeden Fall diese Währung, ne, die man für PvP-Aktivitäten bekommt. Heißt, wir werden dann Shadowlands wahrscheinlich so ein bisschen skippen und uns dann die Sachen einmal im Classic-Bereich anschauen. Und da ist nämlich hier unter Schlachtfelder noch einiges drin. Einmal bei den Verkäufern von Warsong und von Arati gibt es dann nochmal einiges. Wie ihr seht, also da ist ein Haufen Stuff. Das werden wir uns dann angucken. AV gibt es dann auch ein bisschen was, 1000 Winter gibt es dann noch was und dann werden wir uns für Ehrenabzeichen die ganzen Berufssachen noch holen, die ich brauche, und zwar kann man sich da auch einige Rezepte holen und jetzt muss man mal gucken, nicht der Händler, sondern der andere war das, glaube ich. Genau, ihr seht, hier gibt es sehr, sehr viele Rezepte und die werden wir uns dann auch noch kaufen für die verschiedensten Berufe. Lederer und Schmied habe ich ja schon alles, aber ich weiß gar nicht, VZ gibt es, glaube ich, auch was, Inji gibt es was, Juve gibt es was,
Schneider gibt es da ein paar Sachen und mal gucken. Also da werden bestimmt noch mal ein paar Marken draufgehen. Ob wir da noch mal 1000 Marken brauchen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich nicht ganz. Und ich vermute, dass ich 2000 overcapped habe. Aber wie es dann genau aussieht, werden wir dann quasi in der nächsten Episode sehen. Jetzt haben wir ja 1000 rausgehauen. Und sogar ein bisschen mehr als 1000, ne? Was wir jetzt noch gucken können, ist einmal, ich hatte jetzt Appearance-mäßig vor 3 Stunden das letzte Mal geguckt, waren 39.856. Und das Ganze werten wir jetzt einmal hier auf den Charts einmal refreshen. Das wird ein bisschen dauern, das cutte ich euch dann am Ende noch mit hin. Das machen wir jetzt einmal hier, meine ganzen Charts updaten, ne? Das sind einige, deswegen zieht sich das ein bisschen wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal nochmal, was ich am Anfang im All the Things hatte, ne? Dass wir da vielleicht nochmal drauf eingehen können. So, jetzt schauen wir mal, was ich plus gemacht habe. Ich habe angefangen mit 40.746 Items fehlend im quasi Account-Modus mit auch Anführungszeichen 2 Transmog, also auf IDs gesehen, was insgesamt 75,45% entsprochen hat. Und wenn wir jetzt reingucken, bin ich jetzt runter auf 34.990 Sachen, die im All the Things fehlen. Und das sind 78,89%. Also wie gesagt, ich bin ja hier im Account-Modus und habe hier auch die Sources drin, also diese Vorlagen, dass es jede ID einmal zählt. Ja, hat auf jeden Fall einiges gebracht, das Ganze zu holen. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch einmal die Data for Azeroth-Geschichte aus. Dann sehen wir dann, wie viel T-Mog-Dinger wir wirklich plus gemacht haben, weil diese einzelnen Items hier oder die einzelnen Punkte unter All the Things sind wenig aussagekräftig, weil teilweise die Sachen x-mal gerankt sind. Einmal ist es unter PvP drin, einmal ist es dann unter Außenbereichen, unter der jeweiligen Zone drin. Also sie sind teilweise x-fach drin und dementsprechend schauen wir dann einfach, was wir auf Data for Azeroth plus gemacht haben. So, zum Schluss schauen wir uns dann noch die Daten hier, wie versprochen, auf Data for Azeroth an. Und zwar sind es 2 Sachen, die interessant sind. Einmal der Completist Score. Und zwar war ich dabei vor 3 Stunden auf 732.671 Punkten, was insgesamt World Platz 16 ist, was eigentlich schon ganz gut ist mittlerweile. Und im Appearance war ich bei 39.856, World Platz 104. Da fehlt mir ja noch einiges von den anderen Klassen, ne? Also ich habe ja nur Leder quasi bis jetzt gefarmt und mit dem PvP-Zeug von den anderen Klassen die Geschichten. Und dann haben wir das jetzt hier alles abgedatet mit diesen kompletten Twinks, wo wir gerade T-Mog gekauft haben. Und jetzt sieht es ein wenig besser aus. Wir sind im T-Mog jetzt auf 42.813. Heißt, wir haben hier über 2000 Items plus gemacht. Fast 3000, oder? Ja, ganz knapp, ne? Ganz knapp, aber fast 3000 Items haben wir da jetzt plus gemacht. Und hier auch einiges an Score. Der Score ist um auch über 3000 hochgegangen. Ich glaube, man kriegt nämlich für Appearance nur einen Punkt, ne? Deswegen 3000 Appearance-Teile hochgemacht, 3000 Punkte. Und ja, jetzt bin ich hier auf World Platz 13, was sehr nice ist. Jetzt kommen wir langsam auf die Top 10 im Collecten zu. Und ja, vor allem auch hier, da war ich noch relativ weit oben oder quasi unten, je nachdem, wie man es sehen will, mit dem World Score. Also da sind wir jetzt einen Ticken weiter hochgekommen. Klar, wenn ich da richtig hochkommen will, muss ich halt dann in den Raids, Dungeons, Quests mit den anderen Rüstungsklassen loslegen. Ist aktuell noch nicht geplant, aber kommt sicher noch. Gut, hat jetzt auf jeden Fall wieder einiges gebracht. Ich denke mal, einmal werden wir nochmal 1000 oder vielleicht auch ein bisschen weniger, je nachdem, wie viele Sachen es jetzt noch zum Kaufen gibt, auf den Tisch hauen. Und dann sehen wir uns gern im nächsten Video, wo ich ein paar Ehrenabzeichen raushaue. Und ja, bis dahin, euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.